aber ist keiner wirklich zu Schaden gekommen. Dass die jetzt nicht ausgeschieden sind oder dass da nicht irgendwie Verletzung oder sowas steht, das bedeutet nicht, dass die Stürze gar keine Auswirkungen haben. Also die sind auch schon bei nächsten Etappen deutlich schwächer, die Fahrer. Natürlich macht das bei diesen Wasserträgern hier gar keinen Unterschied. Aber vertraut mir, es ist so. So, der letzte Fahrer kommt jetzt auch demnächst im Ziel mit so 25, 26, ja. Es sind so 28 Minuten Abstand. Es werden nur 24 eingeblendet, aber das können wir gleich schauen, wenn es überhaupt interessant ist. Ja, die Etappe ist doch ganz gut gelaufen. Die Attacke kurz vor dem Kulminationspunkt der ersten Steigung sind wir mitgegangen. Wir haben die erste Bergwertung gewonnen, die Sprintwertung haben wir gewonnen. Ich kann mich absolut nicht beklagen. Eine gute Tagesplatzierung. Hier, da seht ihr den entscheidenden Angriff. Da geht Valverde weg. Nein, das war gar nicht Valverde. Hier ist Valverde, der weggeht. Wirklich, unaufhaltsam an dem Tag, muss man so sagen. Zieht auch direkt mit. Da kommen wir mit Toni Martin direkt ans Hinterrad von ihm. Und hier eben der Sprint von vorne weg. Unwiderstehlich wirklich an seinem Hinterrad. Die Fahrer, die waren wirklich nicht sprintstark genug, um da noch irgendwie vorbeizukommen. Hier, da seht ihr, der Liquigas-Fahrer Mihalovic versucht es, kommt aber einfach nicht vorbei, da war einfach kein Kraut gegen Valverde gewachsen. Und auch unser Versuch, da noch irgendwie vorbeizufahren, war erfolglos. Wir hatten das Hinterrad, war in dem Fall nicht das beste Hinterrad, wir hätten einfach das Hinterrad von Mihalovic oder von Valverde selbst nehmen müssen, dann wären wir Zweiter bzw. Dritter geworden. Aber sei es drum, es sind Abstände entstanden, das ist immer gut, jetzt ist das Feld der Favoriten auch ein wenig selektiert. Es sind jetzt nur noch 9 Fahrer und von denen, ja, Kim Kirchen kann ein bisschen Zeit fahren, ein bisschen schlechter als wir natürlich. Dann Valverde, oh, der Unterschied ist gar nicht so groß in dieser Datenbank, es sind 2 Punkte und ihr kennt das ja, der Schwierigkeitsgrad macht genau diese 2 Punkte aus, das heißt, wir sind genau gleich stark oder schwach. Ja, das verspricht noch etwas Spannung. Mhm. Damit sind wir Gesamtvierter. Valverde hat 20 Sekunden Zeitbonifikation dazugeholt. Mihalovic 12. Und Alex Hoves 3. Wobei, dass der jetzt hier reingefahren ist, ist wirklich eine faustdicke Überraschung. Ist da natürlich nicht zeitfahrstark genug, um hier letztendlich in der Gesamtwertung irgendwas reißen zu können. Benati Filiquigas ist natürlich eine kleine Enttäuschung, hat allerdings mit Smeed und Mihalovic da 2 Fahrer vorne. Mihalovic kann sogar ganz passabel Zeit fahren. Je nachdem, wie er gerade in Form ist, könnte der durchaus in die Top 10 der Gesamtwertung fahren, aber es stehen ja noch einige Etappen aus. Kurzer Blick auf die Bergwertung. Hier haben wir uns ja unser Polster ein bisschen vergrößern können. Es sind jetzt 16 Punkte, aber ihr habt gesehen, eine von 2 Bergwertungen hat heute sogar 16 Punkte gebracht, von daher, das ist noch nichts, worauf man sich ausruhen kann. Oh, die Sprintwertung haben wir uns mal eben im Vorbeigehen, zumindest für diesen Tag, gesichert. Toni Martin war bisher eigentlich auch bei jeder Etappe, ja, ihr seht, bei jeder Etappe ist er unter die ersten 10 gefahren, geht damit an Valverde vorbei, die Nachwuchswertung führen wir immer noch an, eine Sekunde haben wir da noch, und ja, in der Teamwertung sieht es jetzt nicht ganz so prickelnd aus, wieso eigentlich nicht, ach genau, weil wir außer Rojas keinen weiteren Fahrer in der Gruppe drin hatten und der nächste hier tatsächlich erst mit Benday reingekommen ist. Aber egal, wir haben hier ganz andere Ziele. Und ja, den Finanzen hat das natürlich nochmal sehr gut getan. Und auch was die Sponsorenzufriedenheit angeht, hat das einiges gebracht. Thomas Wagner trägt weiterhin das Werktrikot, aber ich will euch nicht damit belästigen. Gewinnen wir mal eben unsere erste Rundfahrt, würde ich sagen. Und zwar die Tour de Longaville. Ihr könnt euch erinnern, Christian Knees hat die Königsetappe gewonnen. Und damit auch die Gesamtführung übernommen. Die einzige Frage, die sich hier eigentlich noch stellt, ist, ob
Eibäcker Zweiter oder Dritter wird, da, ich glaube, ja genau, Javier Benitez, bei dem gehe ich stark davon aus, dass er hier unter die ersten drei fahren wird und damit sich eine Zeitbonifikation sichern wird. Ja, das war eine verzwickte Etappe, die letzte, müsste ein Part davor zu sehen sein. Oder es könnten jetzt auch schon zwei Parts sein, je nachdem wie lange die Etappe bei der Kalifornien-Rundfahrt gebraucht hat. So, ihr seht, die Regeneration ist ein bisschen abgesackt bei einigen Fahrern, das ist nicht allzu tragisch. Das Kuala Lumpur-Kriterium. Okay, THC, stabil, 40 Grad, strahlender Sonnenschein. Dieses Kriterium, das ist sehr gefährlich, was Stürze angeht, also es ist vielleicht ein bisschen voreilig, dass ich gerade den Sieg angekündigt habe, weil wenn jetzt Christian Knees stirbt und Benitez sich eine Zeitbonifikation sichert, habe ich gerade gesagt, dass Knees stirbt oder stürzt, egal. Wie gesagt, sollte er stürzen und Benitez sich eine Zeitbonifikation sichern, ist natürlich der Gesamtsieg weg. Keine Frage. Dem wirken wir am besten damit entgegen, dass Christian Knees gar nicht stürzen wird. Versteht's ja von selbst. Allerdings bietet das natürlich auch Möglichkeiten, wenn Benitez stürzt und wir sicher Zweiter. Erster und Zweiter. Von daher läuft das. Oh, das haben die ein bisschen umgeändert. Das war sonst mal ein Stadtkriterium. Okay. Ach ja, hier war in der Gesamtwertung von Positionen her in vielen Fällen noch einiges mehr drin. Aber wir haben uns halt wirklich auf die Sprints bzw. auf die Gesamtwertung am Ende konzentriert. Und das auch recht erfolgreich. Wir haben eine Etappe gewonnen und wir haben sogar zwei Etappen gewonnen. Ja, und liegen jetzt in der Gesamtwertung gar nicht mal schlecht. Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass hier zum Sprint kommen wird. Kann natürlich auch sein, dass da eine Gruppe weggefahren gelassen wird. Aber ich sag mal, solange kein gefährlicher Fahrer dabei ist, lassen wir das auch geschehen. Je weniger Stress und Hektik im Feld herrscht, desto wichtiger ist es natürlich. Ja, desto besser ist es natürlich, genau. Hier Markus Eibäcker wird sich nach dem aktuellen Stand die Jungfahrerwertung sichern. Das ist doch eine erfreuliche Meldung. Aber schauen wir doch erstmal, wie die Etappe verläuft, bevor ich hier irgendwas verkünde. Okay, das habe ich schon mehrfach getan, aber vielleicht ruder ich da ganz zurecht jetzt mal ein wenig zurück. So, es interessiert mich jetzt auch nicht wirklich, wer da jetzt wie wegfährt. Wie gesagt, ich werde gleich einmal gucken, ob es notwendig ist, da mal einzugreifen. Beziehungsweise ich werde es jetzt tun, wo das Tempo abgeflacht ist. Werde dann auch direkt meinen Fahrer nach hinten schicken. Ben Aitken ist zurückgefallen. Ein stabiler Sprinter zumindest. Okay, mit dem ebenen Wert wird er natürlich bei der Kalifornien-Rundfahrt total.